Dann starten wir jetzt mit unserem nächsten Vortrag. Und wir haben jetzt auch ein ganz besonders spannendes Thema, das auch sicher viele, die sich so überlegen, wenn ich jetzt mal, will ich ein Startup machen, will ich mal was machen und wie gehe ich dann vielleicht damit um, dass sich vielleicht auch Konzerne dafür interessieren, auch sehr interessieren werden. Und zwar haben wir das Thema Corporate mit Startup, innovative Geschäftsmodelle vereinen. Und da freue ich mich sehr, dass ich Frau Rosina Kreuzer von Infineon Technologies hier habe und Kim Flach von Illuminous City. Und diese beiden Unternehmen oder dieses Startup und das Unternehmen haben es tatsächlich zusammen gewagt, sich zusammen zu entwickeln oder zusammenzukommen. Und das Thema sind smarte Straßenbeleuchtung. Was kann man damit machen, dass diese Dinger, die stehen rum, die können doch sicher mehr. Und da sind wir jetzt sehr gespannt auf Ihren Vortrag, sowohl inhaltlich als auch mit Ihrer Zusammenarbeit. Danke. Vielen Dank. Ja, mein Name ist Rosina Kreuzer. Ich arbeite bei Infineon. Wir sind ein Halbleiterunternehmen in München. Wir haben circa 40.000 Mitarbeiter und setzen uns in erster Linie mit Themen zur Energieeffizienz, Sicherheit und Mobilität auseinander. Und daneben sind wir von Illuminosity. Wir sind weniger als 20 Mitarbeiter. Mein Name ist Kim Flach, ich bin im Bereich Business Development tätig und wir haben uns jetzt gedacht, auch vor dem Hintergrund hier von der Maker-Szene, wir geben einfach mal einen Einblick, was es bedeutet, wenn so ein kleines Unternehmen, ein Startup zusammen mit doch so einem großen Unternehmen zusammenarbeiten und wie kann man da auch gegenseitig von profitieren. Und also wenn ich jetzt einmal nochmal von der Überleitung, ihr seht auch ein Bild von den Produkten, die wir auch gemeinsam entwickelt haben. Illuminosity kommt aus dem Bereich Ladestation und smarte Straßenbeleuchtung. Und wir gehen verschiedene Themen an, die die globalen Megatrends mit bearbeiten. Das heißt, solche Themen wie Urbanisierung, Mobilität in Städten, wo wir einfach sagen, wir haben schnell ausrollbare Ladestationen und smarte Straßenbeleuchtung. Und da sind wir auch auf Infineon zugegangen und haben gesagt, ihr seid doch auch in dem Bereich tätig. Wie kann man denn da miteinander das Thema vorantreiben? Genau, und was wir festgestellt haben, also bei Infineon haben wir jahrzehntelange Erfahrung in Halbleiterfertigung und Halbleiterentwicklung. Und es gibt ganz neue Technologien, insbesondere im Bereich der Sensorik, die eben solche Infrastruktur wie eben die intelligente Straßenlampe noch intelligenter machen können. Und da haben wir eine gemeinsame Lösung entwickelt, die sowohl Sensoren wie zum Beispiel Radar integrieren, aber auch sichere Datenübertragung in die Cloud ermöglicht. Wir können zusätzlich Sensoren integrieren, die zum Beispiel Feinstaubbelastung, CO2-Belastung, Temperatur und andere Daten in der Stadt, in der Straße detektieren können und somit einfach einen sehr, sehr spannenden Arbeits- und Anwendungsbereich erschließen können. Aber jetzt ist die Frage, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Ja, bei uns war es eigentlich wie im richtigen Leben, wenn sich Partner oder Menschen finden, und zwar über gemeinsame Freunde. Wir haben einen gemeinsamen Partner gehabt, nämlich Intel, und wir haben uns in einem Innovation Workshop kennengelernt. Und zwar habe ich da persönlich tatsächlich sehr, sehr junge, flexible und dynamische Mitarbeiter von Illuminosity, Kim und auch Sebastian und andere kennengelernt. Und mich einfach in die Idee verliebt, nämlich die intelligente Straßenlampe zusammen mit großen Halbleiterunternehmen noch intelligenter zu machen und noch mehr PS auf die Straße zu bringen. Was so die Frage war, was waren eure Erwartungen an uns? Also wo ihr gesagt habt, okay, wenn wir jetzt mit so einem kleinen Unternehmen zusammenarbeiten, was schätzt ihr an der Zusammenarbeit und was sind so die Qualitäten, die ihr seht? Ja, im ersten Moment waren wir tatsächlich etwas abwartend. Was kommt denn da? Weil ein Startup, das kann super dynamisch sein, kann kreativ flexibel sein, kann aber auch womöglich ein Rohrkrepierer sein. Also was kommt denn da? Aber im nächsten Moment haben wir dann festgestellt, boah, das sind Menschen, mit denen wir auf Augenhöhe uns begegnen können. Und was dann tatsächlich sehr, sehr wichtig war, waren die Anknüpfungspunkte, tatsächlich Elemente in der Anwendung, wo wir als Unternehmen, als Halbleiterunternehmen einsteigen haben können.
Wir haben als Halbleiterunternehmen natürlich sehr, sehr große Strukturen, die deutlich träger sind als das Startup-Unternehmen. Auf der anderen Seite, wenn das Startup-Unternehmen flexibel, agil und berechenbar agiert, dann können wir sehr, sehr gut drauf aufsetzen und das ist wichtig. Was waren aus deiner Sicht die Anforderungen an ein Corporate? Also was uns wirklich sehr viel geholfen hat und vielleicht ist es auch die Übertragung für den einen oder anderen, den es interessiert oder der mit dem Gedanken spielt, mal mit einem größeren Unternehmen zusammenzuarbeiten, ist, bei Infineon sind wirklich sehr gute Strukturen geschaffen, um mit Startups zusammenzuarbeiten. Das heißt, wir sind ja mit euch, mit auch einer sehr innovativen Abteilung zusammen, die abseits vom Commodity-Geschäft Möglichkeiten haben, neue Innovationen voranzutreiben. Da sind Leute da, die uns beim Go-to-Market helfen, also die wirklich Marketing-Expertise haben, die uns zur Seite gestellt werden. Und das ist, und auch so ein offenes Mindset. Also es ist manchmal wie, auch wieder wie bei der Partnersuche. Es muss halt einfach menschlich passen. Da müssen Leute Lust drauf haben. Manchmal ist es so einfach, wie es klingt. Da hat es jetzt einfach sehr gut gepasst. Kannst du noch ein bisschen Schwank aus unserer Historie erzählen? Was waren so die größten Herausforderungen für uns in der Zusammenarbeit? Also manchmal steht man dann halt schon irgendwie so vor der Pforte und ist dann wieder so ein bisschen in der Bürokratie gefangen, wenn man eigentlich ein Meeting hat. Ihr wart dann schon drin und ich stand davor und ich durfte diese 5 Meter bis zur Tür nicht überbrücken, bevor ich nicht angemeldet war. Da merkt man dann schon wieder, dass man mit einem großen Unternehmen zusammenarbeitet. Aber ich denke, wenn man das Ganze mit Humor nimmt und eben sich dann auf die Arbeit auch fokussiert, wo es immer sehr produktiv ist, ist es dann, sagen wir mal, eher Nebensache. Genau, also das war zum Beispiel ein spannendes Erlebnis. Ein anderes war, wir haben sehr, sehr knackige Deadlines uns als Team gesetzt. Also wir haben Trade-Shows, Messen avisiert, wo wir wirklich gemeinsam auftreten wollten. Zum Beispiel die Consumer Electronics Show in Las Vegas Anfang des Jahres oder auch der Mobile World Congress in Barcelona. Das waren Deadlines, wo wir teilweise mit dem Rücken zur Wand standen. Das System war noch nicht ganz fertig und wir mussten sehr, sehr schnell, sehr, sehr rasch mit einer Lösung rauskommen und gleichzeitig aber schon das Thema Planung, Kommunikation, Promotion vorantreiben. Das heißt, ein ganz, ganz wichtiges Element war einfach das Thema Vertrauen. Ja. Ja, also wenn man da auch nochmal in die Kriterien reingeht, was muss bestehen, damit ein Startup mit einem Corporate zusammenarbeitet, ist es eigentlich, wir saßen zusammen, haben uns überlegt, was ist eigentlich der Kern? Der Kern ist vor allem das Vertrauen zu haben, dass gegenseitiges Interesse besteht, dass auch gegenseitige Vorteile bestehen. Weitere Themen wären jetzt auch noch, dass ihr hattet so Speedboat genannt, dass ihr zum einen unsere Schnelligkeit nutzen konntet und wir eben zum anderen eure Prozesse und Strukturen zur Verfügung hatten, um, oder das steht jetzt auch als nächstes an, um ein Produkt an den Markt zu bringen. Wie würdest du es beschreiben, was hast du bislang am besten gefunden, jetzt als Benefit für das Startup, um mit einem Corporate zusammenzuarbeiten? Was hat euch da am meisten geholfen bislang? Also wirklich, wenn man das herunterbricht, wirklich diese Strukturen und auch die Manpower, die bei euch als großem Unternehmen dahinter standen, auch die technische Expertise, dass man sich da austauschen kann und dann eben dieser Schritt an den Markt heranzutreten. Ihr habt die großen Präsenzen auf den großen Veranstaltungen, da hätten wir jetzt als kleines Unternehmen nie einen Zugang gehabt und da habt ihr uns einfach die Türen geöffnet und das war auch wirklich was, wo wir dann von euch gelernt haben, wie man auch die Medien anspricht, wie man auch sukzessive einfach ein Produkt vermarktet zum Beispiel. Das war eins der größten Learnings auch, wenn man es so nimmt. Für uns auch als großes Unternehmen war es total spannend, durch das Startup, durch Illuminosity stärker an die Endkunden, an den Endmarkt, an den End-User-Case heranzuschreiten. Und wir haben dadurch auch unsere eigenen Produkte und wie sie in die Endanwendung eingedesignt werden können, deutlich besser kennengelernt. Also das war wirklich ein wichtiger Vorteil. Und deswegen wollen wir auch in dieser Richtung weiterarbeiten und in die nächste Phase eintreten. Ich habe jetzt hier hinter mir auch nochmal ein Beispiel. Vielleicht können wir da auch nochmal ein paar Worte zu sagen. Wir sind
wie anfangs auch erwähnt, in Städten unterwegs, um jetzt diese Radarlösung auszurollen. Und als nächster Schritt steht an, dass wir erstmal so eine kleine testbare Lösung herausbringen möchten, die auch den Entwicklern zur Verfügung steht. Magst du da noch mal kurz was zu sagen? Genau, also als ein nächster Schritt wollen wir ein Referenzdesign rausbringen, das wir in einen breiteren Markt bringen können, Entwickler, Maker inspirieren können, welche Endanwendungsfälle tatsächlich auch für die Stadt und für verschiedenste Bereiche Indoor und Outdoor anwendbar sind. Das ist ein Schritt. Ein nächster Schritt ist, dass wir gemeinsam Piloten angehen wollen mit Städten, mit Regierungspartnern, mit Mobile Network Operatoren, mit anderen Value Chain Partnern. Und ein großes Thema, was wir uns jetzt wirklich auf die Fahnen geheftet haben, ist ein Projekt gemeinsam in Singapur. Und darauf freuen wir uns schon sehr. Jetzt wäre unsere Frage, gibt es im Publikum Leute, die auch gerade dabei sind, was Technisches zu gründen, die auf der Suche sind nach Industriepartnern und die eventuell noch Fragen haben oder Tipps suchen, wie man zum Beispiel auch sowas aufbereiten kann, dass ein großes Unternehmen, jetzt hätten wir euch da, das als wertvoll erachtet. Nein. Das ist jetzt eine große Herausforderung. Ah, doch, hier. Hallo, danke. Vielen Dank für den Vortrag. Meine Frage ist zu dem Geschäftsmodell. Wie hat sich das Geschäftsmodell gefunden? Wer hat die Kostenpflichten und die Verwertungsrechte? Ist es ein gemeinsames Produkt oder kauft einer vom anderen ein? Wie hat sich das gefunden? Dann gehe ich einfach noch mal ein bisschen auf die Historie ein. Was wir im Vorfeld schon in place, sagen wir mal, hatten oder was schon bestanden ist, war die Hardware. Das heißt, von der Ladestation jetzt an sich, das ist quasi ein eigenständiges Produkt, da waren wir schon am Markt. Wir hatten die Leuchte als Träger, also als quasi Device für den Sensor und wir hatten eine erste prototypische Sensorlösung. Da ist das Geschäftsmodell so, wir gehen auf Städte zu, wir verkaufen die Hardware und wir machen Projekte drumherum. Richtung Sensor ist es jetzt so, dass wir die Komponenten von Infineon verwenden und dort einfach nochmal den Sensor weiterentwickelt haben. Das heißt, das Interesse, oder vielleicht magst du noch mal ein bisschen was dazu sagen, von Infineon ist vor allem Anwendungsfälle anhand von dem, was wir verkaufen, zu zeigen. Also ihr seid ja mehr auf einem Chip-Level unterwegs und da ist auch das Geschäftsmodell. Und wir haben jetzt vereint, dass wir über die Zusammenarbeit skalierbarer sind. Wir sind schon noch Owner von dem Produkt, also wir verkaufen das Produkt nach wie vor. Das ist unser Geschäftsmodell. Aber eben auch für Infineon ist es ein Vertriebskanal, aber auch auf einem sehr inhaltlichen Level, um Anwendungsfälle zu zeigen für die Komponenten. Genau, also das war die Phase 1. Die nächste Phase ist eben das gemeinsame Referenzdesign, das uns tatsächlich auch gemeinsam gehört und wir gemeinsam vermarkten können. Zusätzlich für sophisticated Use Cases, wo tatsächlich Illuminosity durch die Systemintegration und zusätzliche Software-Stacks Mehrwert generiert, das tatsächlich gehört Illuminosity und Sie können es auch verwerten. Für weitere Generationen der Systemlösung avisieren wir auch gemeinsame Systempatente, wo wir tatsächlich auch IP-Sharing vorbereiten wollen. Aber es ist, wie gesagt, ein Phasenmodell. Wir haben uns erst tatsächlich sehr kurz gefunden und wir sind sehr, sehr breit in den Markt schon reingegangen. Das heißt, wir sind auf einem Weg und werden auch das Geschäftsmodell entlang der Opportunitäten weiterentwickeln. Danke. Aber darauf aufgesetzt, gibt es vielleicht auch noch andere Fragen? Also Sie haben jetzt eine Frage gestellt an das Publikum, aber gibt es vielleicht auch noch weitere andere Fragen? Ich habe eine Frage an Illuminosity. Ich arbeite auch beim Corporate. Was waren denn die größten Herausforderungen und was kann Corporate besser machen in Zusammenarbeit mit Startup-Firmen? Die Frage war, ist jetzt akustisch nicht ganz verstanden, die größten Herausforderungen, wo wir mit einem Corporate zusammengearbeitet haben. Aber was wir besser machen. Okay.
Gute Frage. Jetzt muss ich politisch korrekt bleiben. Nur frei raus. Wir lernen gern dazu. Also vor allem, was glaube ich auch konstant die Herausforderung sein wird, dass wir die Schrittgeschwindigkeit immer anpassen. Das heißt, zum einen sind wir jemand, der sehr schnell agieren kann und da auch voranpushen. Aber gerade wenn es dann darum geht, dass das Produkt kommerzialisiert wird, läuft dann die Maschinerie eines großen Unternehmens an, oh, und wir gehen jetzt nach Asien und wir gehen in die USA und dann wird's halt für uns wirklich die Frage der Skalierbarkeit wirklich sehr groß. Und das ist nicht unmachbar, aber da muss man wirklich sich sehr viel eng abstimmen, damit da einfach auch die Erwartungshaltung passt. Und ich sehe jetzt da kein Problem drin, weil wir uns wirklich sehr eng abstimmen, aber das ist einfach was, wo wir in Zukunft auch ein Auge drauf haben müssen. Was wir zusätzlich auch noch in Dialogen und anderen Gesprächen bemerkt haben, ist, dass andere Corporates den Weg etwas anders beschreiten. Also dass teilweise Abteilungen gegründet werden, die sehr fern von den Geschäftsbereichen sind und dadurch eher auf einem strategischen Level unterwegs sind und es nie wirklich auf den Boden bringen, wirklich gemeinsam Geschäft zu generieren. Also ich würde das auch als einen Erfolgsfaktor von unserer Zusammenarbeit beschreiben, in einem Corporate wirklich sehr nah am Geschäftsbereich zu sein und wirklich auch gemeinsam auf Kunden zuzugehen und wirklich auf Augenhöhe gemeinsam den Kunden zu adressieren. Mich interessieren zwei Dinge. Das eine ist, beim Startup würde mich interessieren, die Geschichte dahinter. Also wie hat das begonnen? Kam das aus dem Studium heraus? Wie hat man überhaupt diese Geschäftsidee gehabt? Und von Infineon würde mich interessieren, ist das etwas, was jetzt nur sporadisch ist oder gibt es da auch einen Innovation Hub, wo einige Startups angedockt sind? Also wie geht man da als Corporate vor, um da künftig nicht nur ein Startup, sondern vielleicht eine ganze Menge anderer Ideen dann zu fördern und auf die Straße zu bringen? Dann würde ich einfach mal starten mit der Historie. Also uns gibt es seit 2014. Der Hintergrund war der, unser Gründer kommt aus der Automobilindustrie, hat schon ein Dienstleistungsunternehmen in dem Bereich aufgebaut, hatte das veräußert und hatte durch ein Masterstudium in dem Bereich Licht, ist er auf die Idee gekommen, irgendwie die Laternenmasten, mit denen könnte man einfach noch viel mehr anstellen. Die sind noch ungenutzt, die sind teilweise sehr veraltet und ist dann damals, also 2014 kam so langsam auch wirklich das Gespräch Richtung E-Mobilität, Ladeinfrastruktur auf und hat gesagt, hey, ich könnte das eigentlich verbinden. Ich denke mal den Laternenmast neu, was kann ich da alles mitmachen? Dadurch kam dann die Ladestation auch in Kooperation mit BMW dann zur Sprache und dann eben auch die Beleuchtung. Und damit sind wir gestartet. Es gab dann so eine Phase von anderthalb Jahren, wo erstmal die Entwicklung stattgefunden hat, das Design, wo man erstmal geschaut hat, dass man von Prototypen Richtung Serie kommt. Und haben uns dann, nachdem wir diese Hardware hatten und erste Installation an der Straße, uns dem Sensorthema zugewandt und haben dann neue Partner gesucht. Und von der Größe her oder wie wir aufgestellt sind, jetzt mittlerweile sind wir eigentlich so richtig stark gewachsen im letzten halben Jahr, ja. Wir sind von einem kleinen Team von 4 Personen jetzt bis knapp 20 Personen gewachsen, haben auch Mitarbeiter in den USA, weil wir dort einige Projekte haben und gehen so eifrig unseren Weg. Wir sind auch gerade in der Investorenrunde, das ist jetzt so der nächste größere Schritt. Also derzeit ist es Eigentümer, komplett Eigentümer geführt oder auch nur durch den Gründer und ein paar kleinere Miteigentümer im Besitz. Und jetzt gehen wir eben den nächsten Schritt, dass wir sagen, wir müssen hier ein Sensorteam aufbauen und dafür sind wir in einer Investmentrunde. Ja, und um die Frage zu beantworten, wie wir als Infineon oder als Corporate mit dem Thema Startups und Partnerschaften umgehen, also Partnerschaften generell, da haben wir verschiedene Programme aufgesetzt in den verschiedenen Geschäftsfeldern und auch Regionen, um wirklich regionsspezifisch Partnerschaften zu unterstützen mit kleinen, mittleren und größeren Unternehmen. Für Startups jetzt generell sind wir tatsächlich in einer Beginnerphase, also tatsächlich auch bei Infineon in einer Startup-Phase. Wir müssen erste Success Cases oder wir wollen erste Success Cases generieren, das ist mal ein erster.
Und darüber hinaus docken wir natürlich an existierende Strukturen an, in München wie zum Beispiel den Digital Mobility Hub. Es gibt andere Strukturen, die bereits in anderen Ländern, wie zum Beispiel auch in Österreich, da komme ich ursprünglich her, oder auch in China genutzt werden können. Was sehr wichtig ist, ist, dass man sich einfach nicht zu dünn aufstellt, dass man nicht einfach nur eine Erwartungshaltung bei den Startups dann generiert, die wir als Corporate dann nicht erfüllen können, weil wir einfach von Bandbreiten Gründen dann andere Prioritäten gesetzt haben. Das heißt, wirklich entlang von Fokusfeldern, Fokusthemen, wo wir auch glauben, dass uns Startups helfen können, schnell Dinge auszuprobieren, schnell Ideen zu verifizieren. Entlang dieser Ideen wollen wir dann gezielt Ressourcen zur Verfügung stellen. Gibt es noch weitere Fragen? Scheinbar nicht, aber Sie sind ja auch noch ein bisschen da, oder? Wunderbar. Das heißt, man kann Sie auch noch ausquetschen, so im kleinen Kreis. Ja, also bitte besucht uns auch ganz gerne im Electronics Innovation Bereich. Wir haben da den Stand von Infineon, da können Sie auch die intelligente Straßenbeleuchtung sehen. Und wer schneller als 5 km/h geht, der wird auch sehen, wie der Radarsensor funktioniert, denn er ist geschwindigkeitssensitiv. Dann blinkt die Lampe. Probiert's mal aus. Okay, vielen Dank. Dankeschön.